Guten Morgen. Ja, es ist kurz nach 5 Uhr. Wir haben uns fertig gemacht. Wir wollen gleich los zum Busbahnhof und um 6 Uhr fährt da der Bus ab zum Moskau-Obko, zum Meeresauge. Das ist ungefähr 20 Kilometer weg von Zakopane. Und dort werden wir dann hinwandern vom Busparkplatz aus, werden dort den Tag verbringen am Moskau-Obko und dann werden wir wieder zum Busparkplatz zurückwandern. Das sind ungefähr 10 Kilometer hin zum Moskau-Obko und 10 zurück, also 20 Kilometer Marschstrecke plus dort noch am See wandern und dort am See auch dann die Pause einrichten. Ja, das sind unsere Lampen von gestern Abend. Ich kann ein bisschen zur Seite packen. Ja, wir sind eigentlich ganz fit hier und gleich geht's los. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Es ist kurz vor 6. Wir sind unterwegs zu unserem Bus. Wir wollen nämlich heute noch hochwandern. Genau, zum Moskau-Obko. Genau, zum Moskau-Obko ist ja Meeresauge übersetzt. Und da haben wir gedacht, damit wir nicht in der Schlange stehen und noch ein bisschen weiter wandern können, bevor die Sonne untergeht, sind wir ganz früh raus. Der erste Bus fährt ja um 6 und somit nehmen wir den in der Hoffnung, dass da noch ein Plätzchen frei sein wird. Ja. Na, da gehe ich von aus, die Leute kommen noch nicht alle hoch morgens um 6 Uhr hier. Aber man weiß es nicht, ne? Genau. Also. Also, erst einmal. Bis später. Bis später. Ja, komm schon. Jetzt sind wir hier bei Moskau. Okay, Obko angekommen. Was? Auf dem Parkplatz? Ja. Auf dem Parkplatz. Ja, wir dachten, wir wären die Ersten, aber wie ihr seht. Ja, deutlich mehr als die Ersten. Ne? Ja, nun wandern wir hier knapp 10 Kilometer und dann sind wir am See. Guten Morgen. Ja. Ja, ich habe mal ein bisschen die Belastung erhöht, habe von Marlena den Rucksack genommen. Den habe ich mir vorgeschnallt, um mal so ein bisschen, ja, ein bisschen sportiver unterwegs zu sein. Ja, das ist ja, eine ganz nette Abwechslung, mal einen Rucksack auch vorne zu tragen. Und ein paar Kilometer haben wir noch. 1,5 Stunden sollen wir unterwegs sein. Dann soll das Ziel erreicht sein. Ja, macht Spaß bei dem Wetter. Viele Leute tatsächlich schon unterwegs. Ja, schauen wir mal Moskau-Obko. Ja, so sieht das Ganze aus. Hier dieser Weg. Der Weg ist das Ziel. Das sieht auch aus. Ja, genau. Da hinten kommt jetzt so eine Kutsche an. Da sitzen Leute drauf, die lassen sich dann zum Moskau-Obko per Kutsche fahren. Kann man natürlich auch machen. Solange die Knochen aber noch funktionieren, würde ich das vermeiden. Was sagst du? Mit gewunken, die Frau. Ja. Steiniger Weg Richtung Moskau-Obko. Nur ungefähr eine Stunde. Thank you.
Ja, hier am Morsko Okko am Meeresauge ist das schon sehr beeindruckend, wenn man sich das mal anschaut, dieses Panorama, was wir hier zu sehen bekommen am frühen Morgen. Es hat sich also wirklich gelohnt, hier morgens um 5 aufzustehen. Da kommt auch schon die Marlena, die ist auch ganz begeistert und ist schon mit dem Handgimbal in Gange und macht Fotos und Videos. Also es ist schon sehr beeindruckend. Ich muss ein bisschen runter gucken. Hier ist der Weg recht steinig. Ja. Es ist sehr beeindruckend, wie schön diese Landschaft hier in der Hohen Tatra ist. Wir sind hier direkt an der Grenze zur Slowakei, die verläuft hier. Vor uns ist der hohe Berg und der nennt sich Risse. Da würden wir 4 Stunden zu brauchen nach oben und 4 Stunden dann auch wieder nach unten. Das wird ein bisschen viel. Da seht ihr diesen Berg, ja, Risse, da haben wir ja schon ein paar Bilder von gemacht. Ja, wunderschönes Panorama. Ist schon wirklich sehr beeindruckend hier. Das Wasser ist so beeindruckend klar hier, dass man also wirklich die Fische hier sehen kann. Hier sieht man Forellen. Ich hoffe, das sieht man auf der Aufnahme auch so klar, wie wir das mit dem menschlichen Auge sehen können. Also ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich hoffe, dass sich das nicht so spiegelt. Auf jeden Fall, da ist auch eine Forelle. Da ist ein ganzer Haufen Forellen. Also das ist schon ein sehr, sehr klarer See, der dann aber auch so ins Blaue übergeht. Also das Panorama hier ist unglaublich. Macht wirklich Spaß hier zu wandern. Geht's hier immer weiter. Wir wollen jetzt zum zweiten See, den es hier gibt, beim Morsko Okko. Da müssen wir so diese Steinwege laufen. Muss man aufpassen, dass man hier nicht umknickt auf diesen wackeligen Wegen. Aber der Ausblick ist natürlich einzigartig. Also der Weg ist schon kräftezehrend. Anstieg plus immer auf diesen Stein laufen. Müssen wir mal aufpassen, dass man vernünftig auftritt. Da ist natürlich das Kniegelenk am Malen. Das wackelt da natürlich hin und her. Ja, wenn man sich das mal anschaut, war schon sehr gut kräftezehrend. Ja, so ein kühles Wasser, das tut natürlich gut. Genau das Richtige beim Wandern. Und weiter geht's. Den Berg hinauf. Ist
sind und nimmt kein Ende. Ja, der Weg ist hier die Hölle. Das geht hier sowas von steil hoch. Jetzt erstmal ganz kurz Luft holen. Die Luft wird ja auch hier oben dünner. Also dieser Weg, da haben wir schon mehrere Pausen gemacht. Der ist schon die Hölle hier. Wir steigen hier massiv nach oben. Und wenn man sich das mal anschaut, vorhin waren wir da unten. Das sind schon Distanzen, die wir hier überwinden. Das ist schon gewaltig. So, und nun fangen wir an, runter zu gehen. Genau. Es geht wieder runter. Jetzt schön Obacht geben. Jupp. So, es ist vollbracht. Der Abstieg war gut machbar. Jetzt laufen wir hier am See lang, wollen mal gucken, ob wir zu dem Wasserfall kommen. Jetzt sind mittlerweile auch so ein paar Wolken gekommen, aber trotzdem noch sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen, es ist sehr warm. Eiskaltes Wasser. Das tut gut. So, nachdem wir so ein paar Tieraufnahmen gemacht haben und Kleintieraufnahmen, sind wir jetzt schon. Naja, Insekten. Für mich ist das trotzdem ein Tier. Ja, die Insekten haben wir aufgenommen. Und jetzt sind wir gleich bei der Hütte. Das war ja unsere Ausgangssituation, als wir hier bei Moskau Oko angekommen sind, um dann weiter hochzusteigen zum zweiten See.
Ja, und jetzt hat man hier tatsächlich auch viele, viele Menschen, die einem hier entgegenkommen. Also dieses Morsko-Oko ist ein Touristenhighlight hier in der Hohen Tatra, was seinesgleichen sucht. Also hier tausende von Menschen jeden Tag. Das ist schon Wahnsinn. Die dürfen auch nicht in dem See hier baden. Man darf hier keine Drohne steigen lassen, gar nichts. Man darf hier nur auf diesen Wegen bleiben. Und das macht auch Sinn. Denn ansonsten würde hier alles plattgetreten werden. So, da seht ihr mal die Menschenmassen. Also ich kann jedem nur raten, tatsächlich den ersten Bus zu nehmen, damit ihr früh da seid. Dann habt ihr nicht so diese Menschenmassen vor Ort. Ja, und ansonsten kann ich Morsko Oko nur empfehlen. Das ist schon ein toller Ort hier, sich um das alles mal anzuschauen. Aber wie gesagt, seht zu, den ersten Bus um 6 Uhr und dann bloß nicht mit dem Wohnmobil her. Ihr könnt das Wohnmobil abstellen auf dem Parkplatz, das ist möglich, das haben wir auch schon mal gemacht. Übernachten ist allerdings verboten, es sei denn, ihr schnackt mal mit den Leuten, da vielleicht ist da doch was möglich. Aber grundsätzlich ist das verboten. Ich würde mit den Bussen hier überall abfahren und einen hierher bringen fahren. Wir haben jetzt bezahlt, was war das, 15 Zloty pro Nase. 30 Zloty, ihr könnt das selber ausrechnen. Der Stand ist hier 4,7 für 1 Euro. Also das hält sich gut im Rahmen. Dann bezahlt ihr hier nochmal Eintritt. Das sind 8 Zloty pro Nase. Also das ist auch unter 2 Euro. Alles kein Thema. Schaut euch das an, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist die Touristenattraktion bei den Deutschen nicht so bekannt. Die Hohe Tatra, hier sieht man auch so gut wie keine Deutschen. Hier siehst du Tschechen, Slowaken und natürlich die Polen. Schaut euch das an, die Massen, die kommen natürlich später. Die kommen jetzt oder sind vielleicht vor 2 Stunden gekommen. Jetzt habt ihr hier viele, viele Menschen. Stellt euch mal vor, ihr müsst auf Toilette hier von diesem Restaurant. Da möchte ich schon sagen, vergesst es. Also hier hatte von Marlena auch versucht, einen Kaffee zu bestellen, heute Morgen. Und die Schlange war einfach zu lang. Mit dem Kaffee wurde ja heute Morgen nichts, weil die Schlange schon zu lang war. Ne? Also, wir können jedem nur den Tipp geben, morgens los, so früh wie möglich den ersten Bus nehmen. Und dann, ansonsten ist es nicht mehr schön. Also wir sind jetzt froh, wenn wir hier wegkommen. Das ist mir auch zu unruhig. Ja, das ist nicht... Das ist nicht unser. Jetzt doch noch eine kleine Planänderung. Wir flüchten jetzt hier nicht. Wir werden uns noch ein Bierchen kaufen. Ja, das haben wir uns verdient. So Marlenas Aussage. Jetzt werden wir erstmal ein eiskaltes Bierchen trinken. Da freue ich mich auch. Oder ein Radler. Ich glaube, ich nehme das Bierchen. Jetzt hätte ich mal so richtig schön Lust auf ein Bierchen. Das werden wir machen. Das haben wir uns verdient. Haben wir auch eine Menge ausgeschwitzt. So, jetzt haben wir unser Bierchen. Prösterchen!
wieder mal alles voller Himbeeren. Alles voll. Da bin ich dabei. Ja, schon. Der nächste Himbeeren. Herrlich. Eine ganze Ecke voll hier. Guckt euch das mal an. Alles voll mit Himbeeren. Lecker, lecker. Hier werden wir erstmal jetzt ein paar Himbeeren essen. So, wir haben es geschafft. Wir sind völlig geschafft. Wir haben aber glücklich, war ein richtig toller Tag heute beim Moskau Oko. Hat richtig Spaß gemacht. Ich sehe schon wieder, ich habe ordentlich Farbe gekriegt, kann mich am Handy sehen. Ja, jetzt geht's Gott sei Dank zurück. Sofort stand der Bus hier. Wir konnten sofort einsteigen. Das ist natürlich perfekt. Marlene hat nochmal mit dem Busfahrer gesprochen, dass wir in der Nähe vom Campingplatz abgesetzt sind. Wir sind richtig geschafft und freuen uns, wenn wir wieder auf dem Campingplatz zurück sind.